Wisst ihr, was nicht so geil sein muss? Syphilis zu haben. Stell ich mir einfach nicht gut vor. Das ist eine Liste, in die ich mich nicht eintragen würde. Und ich wette, 90% der Gedanken von Leuten mit Syphilis sind: Scheiße, hätte ich doch kein Syphilis, wenn sie überhaupt noch Gedanken haben. Also falls euch Mami zu Weihnachten wieder mal kein iPad schenken sollte und ihr euch denkt, Gott, mein Leben ist so scheiße, ihr habt keinen Syphilis. Unter der Voraussetzung, dass ihr wirklich keins habt. Ansonsten gönne ich euch ein iPad. Outlast 2, by the way. Wir sind zurück und wir haben immer noch keine Kamera. Was für einen Journalisten wahrscheinlich furchtbar ist. Ich weiß nicht. Versteckt sich gern hinter der Kamera. Bringt hier nicht wirklich arg viel. Ich kriege trotzdem Pfeile ins Gesicht von diesem komischen kleinen Klumpen, der auf dem großen Klumpen sitzt. Wobei, ich glaube, der große Klumpen schießt mit dem Pfeil. Hat er einen Bogen? Wirft er die Teile? Ich weiß es nicht so wirklich. Wir sollten einfach nochmal da runterspringen und gucken, ob wir es vielleicht dieses Mal hinkriegen, nicht von ihm fertig gemacht zu werden. Oh. Und die Sache ist, ich muss halt kurz auftauchen, um ein bisschen Luft zu holen vielleicht. Pisst er sich auch irgendwann? Komm schon. Okay, nochmal tief Luft holen. Und dann hoffen. Oh shit, der geht. Der geht. Voll gut. Gut für uns in dem Fall. Ich laufe mal in die andere Richtung weiter. Ab ins Haus. Tür zu. Abschließen. Fuck you. Mein Haus. Fuck, kannst du behalten? Wie sieht's denn hier aus? Heilige Scheiße. Jetzt wird die Bandagen einsacken. Wo zur Hölle ist meine Kamera? Ja, da ist meine Kamera. Ist die Schrott? Warte mal, was? I keep coming back earlier. What the fuck? Ich dachte auch gerade, was zur Hölle, Mann. Das haben wir schon mal gesehen. So ähnlich, glaube ich, in meinem Schlafzimmer vor einer ganzen Weile, als wir verfolgt worden sind und gerade nochmal reingekommen sind. Oh, Hangman, natürlich. Don't let me go. Ist das nicht dieses komische Lied von Frozen? Ich glaube, das heißt Let it go. Don't let me go. Wenn es irgendwie am Gletscher hängt, man, du solltest sie echt nicht loslassen. Tod durch Gletscherspalte ist, glaube ich, nicht so positiv. Oh, das ist ein Exit. Warte mal ganz kurz. Der wird nicht auf sein. Nope, er probiert es nicht mal, weil er genau weiß, er kommt hier nicht raus. Sind wir in der Cafeteria von der Schule irgendwo? Oh, scheiße, was? Wer war das denn? Kann ich hier rein? Okay. Ja, kann ich. Was zur Hölle? Was ist das für pulsierender Scheißdreck auf dem Boden? Sifft da Silent Hill durch die Decke? Natürlich. Wie konnte ich auch damit rechnen, dass diesmal was drauf... Ich vergesse es immer wieder und denke mir so, oh shit, lass uns mehr lernen über diese komische marmeladenähnliche Masse auf dem Boden der Schulhalle. Nein, 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 fuck you. Ameisenkampf. Oder Rauschen. Aber in Fachkreisen nennen wir es Ameisenkämpfe. Die Schwarzen gewinnen meistens. Okay. Nicht wirklich arg viel mehr Infos über dieses komische Zeug. Ich hätte darauf achten sollen, ob irgendwie immer zu bestimmten Uhrzeiten hier sind. Ob das irgendwie einen Einfluss drauf hat. Was zur Hölle eigentlich abgeht. Oh, hey. Screensaver wieder. Floppies, Mann. Ja, stimmt. Die haben existiert. Klingelt hier ein Telefon? Kein Scheiß. Wo ist dieses Telefon? Ah, da drüben. Nein. What the fuck? Ist es mein Handy? Nein.
Ich habe einen ähnlichen Klingelton. Glaube ich. Ich habe mein Handy immer auf lautlos. Keine Ahnung, weil ich für einen Klingelton habe. Zeiten sind vorbei. Ihr verarscht mich doch. Okay, es ist nicht hier. Ich bin mir der Sache relativ sicher, dass es nicht hier drin ist. Ist das ein Phone? Ja, no shit, Sherlock. Willkommen auf dem Klo. Nee, nicht auf dem Klo. Da drüben irgendwo. Ah, okay. Mehr Büros, natürlich. Also ganz ehrlich, bei uns in der Schule hatten die Lehrer irgendwie zwei Lehrerzimmer. Das eine hat keiner benutzt, weil einer, glaube ich, Zigarren da drin geraucht hat. Zumindest sah es da so aus. Fette kubanische direkt vor Physik. Oh shit. Oh, hi. Hi. Ja, okay. Nicht so gut gelaufen. Ich glaube, ich sollte gehen. Ich weiß zwar nicht, wohin. Aber ich gehe. Einfach mal gehen. Ich wurde zurück in die Halle gerannt. Schöne Scheiße. Hier gibt es keinen Ausweg. War es das? Oder... Ist aber der Typ herkam, mehr davon. Jetzt war nicht so laut atmen, bitte. Wir haben Hecheln das jedes Mal. Ist er noch da? Ich glaube, der ist stiften gegangen. Hoffe ich. Da ist das verdammte Telefon. Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Some place safe, where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. What? Oh, echt jetzt? Keine Zunge beim ersten Date. Zumindest nicht mit Telefon. Okay. Okay, ja. War das Val? Wie hieß er? Val? Wann? I don't know. Ja, seltsamer Typ. Knabenschlampe, Mann. Ihr wisst, wen ich meine. Tut doch nicht so planlos. Jeder kennt die Knabenschlampe. Ey, du vergisst niemanden, der im Wald auf dir sitzt und den Querboden Kopf leckt. Der ist echt nicht so langsam. Ich weiß. Das ist mein Problem. Oh, scheiße. Ich geh mal hier rein. What? Ist das ein Kleiderschrank? What the fuck? Ja, ich dachte so doch gerade, wir hatten im Spind irgendwie ein altes Gewand hängen, das man vielleicht irgendwie auf einer Farm tragen. Ja, okay, wir sind auf der Farm. Zurück auf der Farm. Laird, nichts ist elender, als sich selbst zu bemitleiden. Und ich vertraue dir, dich einer derartigen Weibersünde nicht schuldig zu machen. Wenn die Jünger, die ich dir anvertraute, Hunger, Schmerz und Angst erfahren, so ist dies eine Notwendigkeit ihrer fleischlichen Sünde und der Wille des Herrn. Ich schicke euch Speis und Wein, wie der Herr es will, und nicht mehr als das. In Visionen sah ich die Plage wachsen, und unser Leiden bekam so groß, dass keiner unter uns mehr leiden konnte und uns es mehr erleiden konnte. Freue dich also, finde Trost darin, dass wir am Höhepunkt unseres Leidens sind und bald in das ewige Paradies ziehen werden. Kannst du dein Volk nicht mit deiner Zunge führen, so nutze die Fäuste deines Trägers. Papa liebt dich, Gott wird dich erlösen. Not. PS. Anbei ein Beutel gesalzener Grillen, den Nick so liebt. Lass ihn bitte zukommen und sage ihm, dass sie ein Geschenk von mir sind. Na, Dankeschön. Salzige Grillen. Echt jetzt? Muss man Grillen noch salzen? Fuck, okay. Shit. Okay. Was zur Hölle?
Ist die Typen wieder? Wahrscheinlich. Oh, okay, die waren erfolgreich. Shit, Mann. Oh Gott. Stacheldraht. Autsch. Unangenehm. Weiß nicht wirklich, ob ich Zeit habe, mich zu heilen. Oh shit, okay. Geh mal da rein. Mal schauen, ob ich hier irgendwie einen kleinen Moment schnaufen kann. Kurz heilen. Alles gut. Okay, nichts ist gut. Wir haben selbst hier drin beschossen, wie es aussieht. Ich mal hier warten. Oh ja, kein Scheiß. Ich komme hier rein. Na dann. Ich hoffe, ihr habt ein Zelt dabei. Es könnte eine Weile dauern. Kommen die wirklich? Oder stampfen die irgendwie vorm Haus rum? Das ist schwer zu sagen. Ich gebe ihnen 10 Sekunden. Wenn sie dann nicht kommen, renne ich schreiend in den Wald und hoffe, dass ich irgendwo wieder rauskomme. Ich habe halt echt das Gefühl, als wenn sie direkt vor der Tür stehen würden. Vielleicht wissen sie nicht, wie man Knauf bedient. Das könnte sein. Ja, Outlaster. Macht Spaß. Bisschen staubig, aber sonst eigentlich ganz angenehm. Okay, weißt du was, fuck that. Lauf! Lauf! Wo auch immer wir hin müssen, ich habe keine Ahnung. Quer durch den Wald. Ist da Licht? Ist irgendwo Licht für mich? Da ist Licht wahrscheinlich. Oh. Aber nicht die Ecke, wo ich hin muss. Da ist ein Zaun davor, was ein bisschen blöd ist. Geht mal. Kann auch nicht reingehen. Schöne Scheiße. Das heißt, ich darf einmal quer durch den Wald rennen mit diesen Geisteskranken, die mit gewaltigen brennenden Pfeilen mittlerweile auf mich schießen. In der Hoffnung, dass ich den einen Ausgang finde, von dem sie wollen, dass ich ihn finde. Ah, shit, da lang. Sieht gut aus. Lauf, Blake. Lauf. Fuck. Scheißdreck. Scheißdreck werde ich machen. Wenn du brennen würdest und ich hätte einen Eimer Wasser, würde ich die Pflanzen gießen. Eindeutig. Okay. Ich glaube, wir sind für einen kleinen Moment erstmal weg. Okay, ich nehme die Batterie, aber ich werde mich trotzdem weiter bewegen. Ich habe keinen Bock, dass sie irgendwie wieder aufholen. God damn it, gerade sage ich's noch. Na dann laufe ich mal weiter. Das muss ich am besten kann. Oh, oh shit, nein. Nein, nein. Okay. Geht direkt weiter. Ich habe keine Ahnung, wie die jetzt plötzlich so agil sind, sofort wissen, wo ich bin. Weiter. Das Ding hier einsacken. Ist irgendwo ein Safe Point? What? Kannst du mal bitte nicht an meinem Knöchel knabbern? Dankeschön. Das klingt zwar schön, Knöchel knabbern, aber das ist ein Ding, das mag ich nicht wirklich. Sonst gibt es auch die Backeboxen. Ja, ist auch ein Ding, was ich kann und gern mache. Läuft immer hinterher. Oh, das wird wehtun. We have you. It's okay. Shh. We have you. Oh Gott, dann doch lieber der Zaun. The gospel isn't done yet. Your own resurrection will complete your gospel. Echt jetzt? Lebendig begraben? Yes. We've turned him to the way of sorrows.
Können wir das Grab noch warten lassen? Können wir irgendwie ein Memo zukommen lassen? Digga, mach noch ein bisschen Urlaub. 50 Jahre oder so. Ich glaube, die lassen nicht mit sich reden. Das muss halt auch wie aus dem Film für die sein, Mann. Da kommt der Fremde, wir kreuzigen ihn. Und dann steht er wieder auf. Nicht euer Ernst. Oh, jetzt sieht es durch. So richtig ganz mit Dreck drüber. Da sind noch Würmer drin. Nicht, dass das das größte Problem wäre. Okay. Irgendein Plan? Ja, daran habe ich auch gedacht. Mal wild wechselnd im Sarg rumschlagen in der Hoffnung. Oh ja, natürlich. Wiederholt die linke Maustaste drücken. Rettet mir das Leben. Es war nicht wirklich viel Dreck, der da auf mir war. Komm schon. Kein Scheiß, Blake. Zeig, was in einen kleinen, dünnen Journalistenbeinen steckt. Ich habe das Gefühl, als wenn die beiden nicht wirklich arg weit sind. Wir sind auch nicht arg viel weitergekommen. Okay, da liegt was. Dies hier ist mein Bruder. Gebrochen und getötet vom Tyrannen Laird und seinem Reittier Nick, weil seine fehlenden Finger ihn Wein vergießen ließen. Es war ein schreckliches Unrecht und ich hoffe, ein gnädiger Gott wird ihn besser behandeln. Heilige Scheiße. Die haben Wein. Wein und Syphilis ist eine Kombination. Irgendwie nach Frankreich 1600. Oder so. Geschätzt, ich war nicht da. Aber ich meine, es gab eine Zeit, da haben sie ihre Kacke auf die Straße geworfen. Und wo Kot ist, ist es Pest nicht weit. Und Syphilis? Klar, warum nicht? Ich meine, Lederkondome haben es noch nie so gebracht, glaube ich. Was genau ist das? Ist das ein Stück Hirn? Könnte auch ein Schnitzel sein. Schauen wir doch mal, was für eine köstliche Meinung dazu hat. Pieces of my skin stuck in the barbs. It was too late to hold her up. And I was just a kid. I was just... Oh, das ist meine Haut. Hm. Das macht die Sache nicht weniger köstlich. Bin ich hier runterge... Was? Zähle? Ich meine, keine Ahnung. Vielleicht. Ich bin in einem Sarg umhergetragen worden. Ich weiß nicht so wirklich, was um mich herum passiert ist. Was hat er gerade mit Hochhalten gemeint? Ist er irgendwie für Jessicas Tod verantwortlich? Wieder in dieses, oh, ich bin doch nur ein Kind, zurückgefallen ist. Ich bin nicht so wirklich ganz zusammenreimen kann, was denn eigentlich wirklich passiert ist letztendlich mit Jessica und ihm und ich sollte nicht über die Stöcke rennen. Macht nur Krach. Aber ich denke, da gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Story-Input dann, dass wir dann auch letztendlich verstehen, was zur Hölle eigentlich genau hier abgegangen ist. Gehen wir in die Richtung. Der Rest scheint irgendwie die ganze Zeit nur im Kreis zu führen. Oh! Fuck! Echt jetzt! Verdammte Knöchelküsser! Alle, wie sie angekrabbelt kommen! Das war nicht nur einer. Das war nicht nur einer. Mein Rücken gefallen ist mir auch irgendjemand. Oder war das der Typ wieder mit seinen Pfeilen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht. Aber es kann sein. Ein bisschen Lektüre. Freut euch, oh ihr Beuligen, deren Haut schwillt und schmerzt, deren Glieder knacken und klagen. Euer Täufer kommt zu euch auf einem Esel in Form eines Mannes.
Warte mal, ist der Esel in Form? Also es reitet der Täufer einen Mann, der ein Eselkostüm trägt. Ha. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich Religion nie verstanden habe. Irgendeiner ist immer ein Esel. Na gut. So geht's mir auch innerlich, glaub mir. Aber ich kann nicht die ganze Zeit schreien, sonst mache ich auf mich aufmerksam. Was genau willst du filmen? Oh ja. Das könnte interessant sein. Wer hängt denn da? Kenn ich nicht. She hanged herself before I could stop her. Or she didn't. No. Wait, not her. He. Fuck. Ah, oh, Jessica. Ziemlich sicher. Na gut. Dann zeig mal, wie gut du klettern kannst mit den Jesus-Händen. Ich glaube, es ist erstmal Ruhe, aber ich bin ganz ehrlich, ich gehe wahrscheinlich um die nächste Ecke und ich kriege wieder irgendeinen Pfeil ins Gesicht. Oh, noch mehr rutschen. Das hat bisher noch nicht so gut funktioniert. Oh ja. Kein Scheiß. Wir sind 50 Meter näher dran gefühlt. Das ist aber noch nicht wirklich der erhoffte Eingang. Oder willst du nicht? Oh, das geht so in die Hose. Das weiß ich jetzt schon. Okay, okay. Hätte ich vielleicht die Kamera vorher wegpacken sollen. I just need a rope. Siehst du, das wusste Charles Bronson schon. Du brauchst immer einen Seilmann. Man weiß nie, für was man einen Seil braucht. Tut mir leid. Ich habe das Seil vom Flaschenzug geborgt, um damit in den Himmel zu klettern. Wenn der Fettsack Ezekiel euch kein neues Seil gibt, könnt ihr mich herunterschneiden und es wieder zurückholen, weil ich es wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. Okay, der Typ, der sich gehängt hat. Das heißt, wir müssen zu dem Typen, der sich da erhangen hat. Seil zurückholen. Hierher zurückkommen. Was? Ich glaube, ich lade mal nach. Das könnte nützlich sein vielleicht. Ah, shit. Ich werde auf jeden Fall verfolgt von irgendjemand. Ah! Bitte nicht, nein. Egal, was du verkaufst, mein Junge. Egal, was du verkaufst, Digga. Ich will nichts davon. Nicht mal eins. Lieber zu probieren. Oh Gott. Oh Gott. Ess in deinen Bauch, Digga. Heilige Scheiße. Was redest du denn da? Ist da was hinter mir? Oh, da ist es schon. Aber Richtung Licht rennen bringt es halt manchmal doch. Okay, jetzt muss ich nur noch Leben zurückkommen. Was geht ab, Bro? Wie wär's mit... Autsch, wie wär's mit Nein? Dieses Seil? Auch er wirklich nicht mehr. Oh, fuck that. Oh Gott, echt jetzt die auch noch? Die komplette Party hier. Ich habe keine Zeit zu heilen. Gib mir doch keine Tipps, die mich töten werden. Wie wär's, wenn du stehen bleibst und dich heilst? Nein. Wär's mit Nein? Wie wär's mit, schmeiß doch dein eigenes Leben weg? Unter da. Don't touch me! I said, get your hands off me! Digga, kannst du mein Seil in Ruhe lassen? Holy shit! Ihr seid halt genauso dumm, wie ihr hässlich seid. Wow. Moment. Ich umwickel meinen Arm, um den Pfeil in meinem Rücken zu heilen.
Das ist einfach nur ein Brei. Ihr hättet es auch einfach lassen können, Mann. Aber nein, jetzt liegst du hier. My dad died within a month of my mom. He was perfectly healthy until she was gone. And then... Ja. Aus der rein. Oder auch nicht. Schwierig mit gebrochenem Nacken und Herzen. Das war nicht ich. Das ist schon ein bisschen länger her. Okay. Maybe I could... Runterspringen, aber noch einen Flip einbauen, dass das wenigstens die Leute, die unten stehen und zuschauen, noch was zu erzählen hat. Alter, das ist gesprungen, Mann. Aber ein Auerbacher, ich weiß auch nicht, es war awesome, aber ich hatte Angst, dann habe ich ihn platschen sehen. Es war nicht schön, aber du hättest dabei sein sollen. Das sind die Geschichten, die man über mich erzählen soll. Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Wir haben einen großen Teil des Weges in Richtung Minen auf jeden Fall mal abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt endlich reinkommen oder ob es noch ein paar Hürden geben wird. Wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Freudig auf eine neue, spannende Folge Outlast 2. Wenn es wieder gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir einen Kommentar da. Bis dahin, haut rein